Und dann war das erste Rennen, da waren wir, ich weiß gar nicht, ob wir Achter geworden sind oder so. Es war in Ordnung, sie waren zufrieden, aber es war jetzt nicht großartig. Aber jetzt eigentlich kann man fast sagen, kalt aufs Motorrad gestiegen. Ja, doch, das schon. Also jetzt nicht mit großartiger Vorbereitung, nein, zu ein Jahr zweimal. davor Nein, getestet gar und nicht. so. Nein, Ne? wirklich, also 600er, kein Meter. Also nicht, dass man jetzt sagt, du auf ein paar Jahre, so wie die heute alle tun, mit keine Ahnung, wie viele Testtagen, das hat es nicht gegeben, sondern es war wirklich schon, also für das, was ich nachher einem gedacht, eh wieder gut, weil es war der stärkste Nachwuchs gehabt, 50 Leute, limitiert und so. Und da waren wir auch, das war gut, für mich war das Gefühl, so überragend war es jetzt gar nicht, aber es war gut, dass einige waren beeindruckt. Und dann ist Assen gekommen, das zweite Rennen, das war ein bisschen chaotisch, da sind sie wieder zusammengefahren und irgendwie beim ersten Rennen ist einer gestürzt, beim zweiten Rennen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, ob wir in Assen am Podium waren oder Vierter sogar, aber knapp irgendwo in der Region. Und das war so komisch durch diese zwei Ergebnisse, weil immer da wer gestürzt und dort wer gestürzt ist, waren wir auf einmal, sind wir um die Meisterschaftsführung gefahren. Als absoluter No-Name. Keiner hat mit dem Namen Knobloch was anfangen können.